Hallo meine Freunde der Sonne, heute machen wir weiter mit Türchen 23. Dieses Video soll niemandem angreifen. Soll jeden angreifen. Nur zur Unterhaltung. Und ihn nicht also, zur Unterhaltung. Bitte nicht ernst nehmen. Also ernst nehmen bitte. Ich will's mit meinen Leuten schreiben. Häuser, wir platzen meine Freunde, wir kommen, ich hab boah, übrigens, das ist übelst geil, ich hab mal, kein Witz, an der Haltestelle, hier an der Ampel. Daneben war eine Haltestelle und ich hab halt auf den Bus gewartet und da kam, ich weiß nicht, wie alt die Omis waren, ich glaube 70 Jahre, und da haben die Real Talk irgendwas von Sito, ich glaube ich und meine Maske oder so angehabt. Ich fand das so geil. Müsst ihr euch mal so vorstellen. Das war so herrlich, ey. Ich hab erst so gedacht, so, ja, kann ja sein, dass es irgendwie, dass eine Maske von denen war oder so, also hier, ne, dass sie in Wirklichkeit 30 sind oder sowas, aber nee, also scheinbar waren sie wirklich 70, das war so geil. Ah, wie drauf abgegangen sind, war cool. Also, es gibt's halt auch, ne? Wenn die Taschenmuschi viel zu eng werden, die Vorhaut sanft vom Pimmel fällt. Bielefeld. Caillou im Drogenfeld und viele sich mit dem Drachenlord streiten, dann verreckt ein besoffener, elendig müffelnder, fettiger, stinkender oder ein stockschwuler, obdachloser Penner, der dem Staat auf der Tasche liegt. Ich bin schließlich bei seiner Bestattung eingeladen, um seinen Tod besonders schön zu feiern und zu einem traditionellen Wichsabend. Und dieser Hurensohn ist keiner dieser autistischen. Auf nach Auschwitz, zu meinem nächsten Ziel. Ihn treffe ich im Deutschen Teich, dem Heimathaus von Adolf Hitler. Also ich meine den Politiker aus Namibia natürlich. Gleich eins aufs Maul. Gleich gegenüber auf einer Anhöhe, die sich Schanze nennt, und ein sehr fetter, aber auch ein sehr fetter Mann, der neben dem Räuchern vor allem das Kackduschen für sich entdeckt hat. Das ist feinstes Met. Und was machen Sie hier drin? Regelmäßig rumbeieren? Nee, ja. Aus Schwitz. Halt den Scheiß Fresse. Ja. Eine Geschichte erzählt, dass einst der Weihnachtsmann Sex mit vielen Tieren hatte und danach seine Wichtel ins Arschgebirge fickte. Die Wichtel schlugen dem Weihnachtsmann dann sofort die Nase platt. Denn sein Großvater hat immer seinen Sack angehoben. Schwul. Warte mal eben, ich bin schließlich noch nicht fertig mit dir. Ich hoffe, du weißt, dass du ein richtig elendiger, dreckiger Wichser bist. Halt die Schnauze. Oh, geil. Ah, schön. Ja, war aber vor einem. Guck mal hier hinten, Pepper Woods, ey. Alter. Ah, geil. Nee, war nicht schlecht. War echt nicht schlecht. War eine coole YouTube-Kacke. Definitiv. Schönes Türchen. Sehr, sehr lustig. Sehr, sehr schwarzer Humor. ja, und schau. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wir sehen uns, ja, definitiv, Dativ, Akkusativ, im nächsten Video. Und ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Genießt das mit euren Eltern. Und, ja, bis dahin, haut rein und tschüss.